napkins and pouch. Hallöchen, willkommen zu diesem Vlog heute aus Amsterdam. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin gerade die ganze Zeit nur unterwegs. Also für meine Verhältnisse bin ich gerade recht viel unterwegs. Für andere Leute ist das wahrscheinlich ein ganz normaler Lifestyle. Nachdem mein Flug knapp 2 Stunden Verspätung hatte, ich dann aber am Flughafen auch nicht mehr arbeiten konnte, weil dummerweise mein Ladekabel im Koffer war, habe ich es irgendwie geschafft, die Zeit totzuschlagen und bin jetzt endlich hier und eingecheckt in meinem schönen Zimmer. Es ist jetzt schon 8:45 abends oder so. Ich werde jetzt vielleicht gleich nochmal runter zum Restaurant schnell gehen und was essen. Das hat, glaube ich, noch bis um 10 auf. Und eventuell auch schon mal meiner Kollegin Linda Hallo sagen, die nämlich auch schon hier im Hotel ist. Und ja, ansonsten werde ich dann wahrscheinlich einfach nur noch schlafen gehen, weil ich auch jetzt schon wieder total müde bin. Ja, so viel zum heutigen Tag. Den Cookie hier habe ich gerade beim Check-in bekommen und der war sogar noch voll warm. Oh, ich frage mich, ob da Gras drin ist. Immerhin sind wir in Amsterdam, ja. Was man nicht alles so entdeckt, wenn man nach einem Bademantel sucht. Ich frage mich jetzt, ob man das Wasser da drin trinken darf oder nicht. Bügelasen. Oh yeah. Cool. Ich spiele ja gerade so ein bisschen mit dem Gedanken, diesen Bademantel mit nach Hause zu nehmen. Also nach Kopenhagen zu Hause. Weil ich da tatsächlich einen bräuchte. Aber es ist vielleicht ein bisschen assi, ne? Okay. So. Hallo! Mal was anderes als Brötchen essen. Das ist ein Nationalpark, also ein Naturschutzgebiet. Mhm. Wir haben gesagt, ja, wenn du Glück hast, hast du da auch Wildpferde gesehen. Wichtige Wildpferde, die gehören niemandem. Die wohnen da einfach. Wobei die teilweise jetzt auch alle keine Autos haben. Hier ist ja alles Fahrrad, ne? Thank you.
Ich nutze jetzt gerade meine Kaffeetasse als Stativ, weil ich natürlich keins mitgenommen habe. Ja, auf jeden Fall nochmal guten Morgen. Ihr habt es ja gerade gesehen, Linda und ich waren eben schon frühstücken. Es gab mal wieder Frühstücksbuffet. Mittlerweile seid ihr wahrscheinlich schon von meinen ganzen Frühstücksbuffets total gelangweilt. Aber ich mag sie nach wie vor. Auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich ins Office, was lustigerweise direkt gegenüber vom Hotel hier ist. Für die zwei kommenden Tage haben wir auch ja durchgehend Programm eigentlich. Ist jetzt natürlich kein Urlaubstrip, sondern wir sind auch hier, um zu arbeiten, um uns auszutauschen. Aber zumindest für heute Nachmittag ist auch eine Teamaktivität geplant. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass wir ein bisschen was von der Stadt sehen werden, denn es ist das erste Mal, dass ich in Amsterdam bin und bin dementsprechend ja ganz neugierig. Und ich muss jetzt auch los, weil Linda unten wartet. Ups. Ach, diese blöde, komische Haarsträhne. Kann man da einfach rein? Nein, wir kommen nicht rein. Paramount. Hi, hier Linda and Melanie from Paramount in Berlin. Oh, come in. Thank you. I get you back now. Oh, I need to watch this. It smells fishy. No, it's fish. Yeah, I have fish. I haven't tried this. Yeah, I know. Does it rule out? No, it's a show. Okay. Is it long enough? No. What does it look like? On a wave, like cool. Ship making battery. About me. I went Dutch. I wasn't there. So I guess so Frank seemed like that. So, he is. Yeah, it's good.
We sit indoors? Should we say YouTube? Caretaker. Now we are looking for something.